Warum sind eigentlich softwareintensive Systeme, also Systeme, die viel Software beinhalten, das umfasst zum Beispiel auch Fahrzeuge heutzutage oder Industrieanlagen, warum sind die heute immer noch so unsicher gestaltet? Warum kann man sich dort immer noch so einfach reinhacken? Man könnte ja einfach meinen, nach 10, 20 Jahren intensiver IT-Sicherheitsforschung sollte das kein Problem mehr sein, ist es aber sehr wohl. Und da muss man natürlich hinterfragen, was sind hierfür die Gründe und was kann man auch konstruktiv tun, um diese Systeme wirklich angriffssicherer zu gestalten. Wir haben ja von Edward Snowden gelernt, dass Geheimdienste wie die NSA wirklich massenhaft Internetüberwachung betreiben. Gegen solche massenhafte Überwachung, gerade im Internet, hilft zum Beispiel Verschlüsselung sehr gut, weil man damit sicherstellen kann, dass zumindest in der großen Masse Angriffe nicht so einfach gefahren werden können. Die werden dadurch einfach sehr viel aufwendiger, auch für die NSA zu aufwendig. Aber wenn es wirklich um ganz gezielte Angriffe geht, also wenn es darum geht, einzelne Individuen oder Firmen ganz gezielt anzugreifen, dann ist das doch leider immer wieder sehr einfach möglich, weil in der Regel eine einzige Software-Schwachstelle genügt, um in ein solches System einzugreifen und anzugreifen. Wenn es dem Angreifer halt gelingt, durch entsprechendes Know-how und entsprechende Werkzeuge eine solche Schwachstelle zu finden und auszunutzen, dann ist in der Regel das Kind schon in den Brunnen gefallen. Bei so einem IT-Sicherheitsszenario hat man ja immer so ein Zwischenspiel zwischen Angreifer und Verteidiger. Und das sind beides Menschen. Ja? Der Angreifer hat bestimmte Fähigkeiten und Werkzeuge, die er erworben hat. Und wir als Verteidiger haben die auch. Aber wir sind natürlich auch nicht vor Fehlern gefeilt. Und wir können auch Dinge übersehen. Unsere Prozesse können auch Dinge übersehen und auch die Werkzeuge, die wir entwickeln. Aber gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass man da immer am Ball bleibt und die neuesten Technologien auch beherrscht und sich auch in Angreifer hineinversetzt und ein Gefühl dafür entwickelt, welche Angriffe die denn wohl fahren könnten, um dann auch gezielt Gegenmaßnahmen dagegen entwickeln zu können.